Corona, die Gefahr. Politische Einordnung. Das Tier ist nicht die Wahrheit. Es ist unsere Realität, unsere freie Meinung, unsere Sicht auf das Folgende. Motivation. Ich recherchiere und erstelle diese Videoanalysen privat, ohne irgendeine Monetarisierung. Ich mache das aus der Überzeugung heraus, dass hier gerade etwas komplett aus dem Ruder läuft. Was wurde in den vorherigen Videos gezeigt und es wird auch in diesem hier gezeigt. Meine Motivation wird in dem Telopolis-Artikel Fakten spielen keine Rolle ganz gut erklärt. Konrad Lehmann erklärt dort, wie er mit einem Artikel versucht hat, seinen Onkel zu überzeugen, was trotz Fakten nicht gelang. Der Autor hat die Ansichten von Ken Jebsen und der ist antisemitisch. Konrad Lehmann hat das wie folgt zusammengefasst. Was war passiert? Mein Onkel hat eine sehr gefestigte Meinung. Der Telopolis-Artikel, den ich ihm perfide untergejubelt hatte, beweist, dass er sich irrt. Das gefällt meinem Onkel nicht, so wenig wie es jedem anderen Menschen gefallen hätte. Die neue Information verursacht demnach einen Zustand, den Psychologen kognitive Dissonanz nennen, und er reagiert darauf wie aus dem Lehrbuch. Die inkompatible Information wird mit einem völlig irrationalen ad hominem Argument entwertet. Das Weltbild ist gerettet. Dabei sind einige Dinge so offensichtlich, finde ich, und andere nicht so. Ungefähr da habe ich, beziehungsweise auch ich, in meinen letzten Videoanalysen angesetzt und eigentlich genug von mir als Fakten identifizierte Artikel zusammengetragen, sodass es eigentlich reichen sollte. Aber offensichtlich reicht es immer noch nicht. Kennst du den Spruch, sich ärgern ist das Büßen für die Sünden von anderen? Also geht's hier weiter. Die Struktur der Argumentation. Am Beispiel Jens Spahn in Halle. Was war die Situation? Jens Spahn wurde zum Gesetzentwurf der Impfpflicht gegen Masern angesprochen. Von Hans-Peter Bartosch. Hans-Peter Bartosch betreibt die Webseite gesundermensch.de, eine Suchmaschine für Heilpraktiker und Therapeuten, und setzt sich für freie Impfentscheidung ein. Nach der Diskussionsrunde bekam Hans-Peter Bartosch für ihn überraschend doch noch die Möglichkeit, seine Fragen an Jens Spahn auszusprechen. Der startete daraufhin einen 5-minütigen Monolog. Ich habe den Ausschnitt auch in meinem letzten Video verwendet. Dadurch habe ich es mir immer wieder angehört, was Jens Spahn da 5 Minuten am Stück gesagt hat. Je genauer ich hingehört habe, desto schlimmer wurde es. Mir ist in jedem Satz etwas aufgefallen, was aus meiner Sicht falsch, irreführend, verdreht, übertrieben und so weiter war. Und zwar genau so, wie ich es die letzten Wochen über die Mainstream-Medien zu Corona gelesen, gehört, gesehen habe. Mainstream-Medien waren bei mir die öffentlich-rechtlichen, ARD und ZDF, WDR und NDR und Spiegel Online. Naja, genug Vorgeplänkel. Die Struktur der Gefahrargumentation. Was fiel mir also bei Jens Spahns Monolog so penetrant auf? Gehen wir die Sätze einzeln durch. Satz 1. Ich weiß nicht, ob Sie die Zahl gestern gesehen haben der Weltgesundheitsorganisation. Das sind auf der Welt 140.000 Kinder in einem Menschen in einem Jahr an Masern gestorben. 2019 sind in Deutschland 514 Infektionen gemeldet worden. Über einen Verstorbenen habe ich in dem RKI-Bericht Epidemiologische Situation der Masern und Röteln in Deutschland in 2019 nichts gefunden. Jens Spahn ist der Gesundheitsminister für Deutschland. Er argumentiert aber mit der größten verfügbaren Zahl, die der Welt, mit 140.000 Toten, für einen Einsatz in einem Land mit 0 Toten. Methode 1. Gefahr durch falsche Relationen vortäuschen. Satz 2 bis 4. Masern sind mit die höchst ansteckenden Krankheiten beim Menschen. Wenn hier im Raum einer niest, hustet, ist durch die Tröpfchen im Raum bis zu 2 Stunden danach Ansteckungsgefahr. Es gibt gegen Masern keine Therapie. Ja, Masern sind sehr ansteckend, hochwahrscheinlich. Wenn Jens Spahn sagt, wenn hier im Raum einer niest, hustet, ist durch die Tröpfchen im Raum bis zu 2 Stunden danach Ansteckungsgefahr, suggeriert das, es wäre gefährlich, sich in dem Raum aufzuhalten. Es wären mit Masern infizierte Menschen im Raum, also eine akute Gefahr im Verzug. Okay, das kann etwas pingelig erscheinen, aber ich finde, wenn schon, denn schon. Viel schlimmer ist, wenn Jens Spahn sagt, es gibt gegen Masern keine Therapie, dann lügt er. Was verbirgt sich hinter dem Wort Therapie? Zu einer Therapie gehört unter anderem, eine Heilung zu ermöglichen oder zu beschleunigen, zumindest aber die Symptome zu lindern. Es gibt zwar keine antivirale Therapie,
kein pharmazeutisches Produkt, das wie ein Impfstoff als Lösung positioniert werden könnte. Man braucht für Masern keine medizinische Therapie. Bettruhe, Abdunkelung, fiebern lassen, viel Wasser und Vitamin A reichen aus. Medizinisch werden an Masern Erkrankte meist falsch behandelt, durch Fiebersenkung mittels Antipyretika, wodurch die Gefahr von Komplikationen steigt. Methode 2. Gefahr durch falsche Behauptungen steigern. Und ich finde, das ist noch sehr milde ausgedrückt für Lügen. Satz 5. Wissen Sie, das ist ja das Problem der Debatten unserer heutigen Zeit. Jeder hat so seine eigenen Fakten und es geht immer nur noch um Glaubensfragen. Gar nicht mehr darum, was irgendwie tatsächlich Wissenschaft ist. Fakten, weil im AKI nachlesen kann. Was Wissenschaft ist und was nicht, dann ist Debatte an sich schwer. Ah, Kritiker glauben, Jens Spahn nutzt Wissenschaft. Die Webseite individuelleimpfentscheidung.de hat die Argumente gesammelt. Es werden die Daten des Robert-Koch-Instituts und der Weltgesundheitsorganisation verwendet. Nur halt in Relationen, die eine stabile und gesunde Situation darstellen, die zeigen, dass so wie es ist, es gut ist und bleiben kann. Jens Spahn sagte, und das sollte man sich mal so richtig auf der Zunge zergehen lassen, jeder hat so seine eigenen Fakten und es geht immer nur um Glaubensfragen und gar nicht mehr darum, was wissenschaftlich ist. Mich macht diese herablassende Arroganz schon etwas wütend. Methode 3. Kritiker verleumden. Ich finde, das ist auch noch viel zu milde ausgedrückt. Satz 6 und 7. So, jetzt nochmal zu der Frage, warum. Das ist nämlich so ein Thema, wo wir seit 20 Jahren immer dran rumdoktern. Dann ist hier ein Masernausbruch und da ein Masernausbruch, dann stellen sich alle vor die Kamera, sagen, ganz gefährlich, müssen wir mehr aufklären, aber seit 20 Jahren werden wir nicht besser. Jens Spahn tut so, als wäre die Situation keine gute gewesen, weil sie nicht besser würde. Gerade in Bezug auf die letzten 20 Jahre hat sich die Situation verbessert. Von 2001 bis 2018 wurden nur 8 Todesfälle aufgrund von Masern registriert. Methode 4. Gefahr durch Vortäuschung einer schlechten Ist-Situation. Wie hat er das ausgedrückt? Und dann stellt sich einer vor die Kamera, ja, das ist ganz gefährlich. Er tut echt so, als wäre alles total lächerlich gewesen. Und jetzt kommt er, so eine Art Superspahn, und räumt den untätigen, ergebnisarmen, geradezu hilflosen Laden auf. Alter, geht's noch? Auch wenn ich mich wiederhole. Gefahr durch Vortäuschung einer schlechten Ist-Situation ist eigentlich viel zu milde ausgedrückt. Satz 8. Und ja, regional gehen die Impfquoten runter. Wir können in bestimmte Landkreise in Bayern mal reinschauen, da sind wir mittlerweile bei 60% Impfquoten. Ja, gut aufgepasst. Wieder Methode 1, Gefahr durch falsche Relationen vortäuschen. Hier werden bestimmte Landkreise in Bayern für eine gesamtstaatliche Entscheidung in den Fokus gerückt, um die Gefahr vorzutäuschen. Wie bei Satz 1, wo die Welt herhalten musste, um eine unglaublich hohe Zahl zu liefern, täuscht er hier jetzt über einzelne Landkreise eine enorm geringe Impfquote vor. Die Impfquoten lagen deutschlandweit sehr hoch, 97,1% für die erste, 92,8% für die zweite Impfung. Satz 9. Hängt manchmal übrigens mit einzelnen Ärzten und Hebammen zusammen und mit einzelnen Gruppen, die da so unterwegs sind. Ach, sieh mal an, die Kritiker sind da einzeln so unterwegs. Und obwohl sie ja so einzeln sind, werden sie für diese nur 60%igen Impfquoten in bestimmten bayerischen Landkreisen verantwortlich gemacht? Ja, einerseits Methode 3, Kritiker verleumden. Sie sind schuld an der niedrigen Impfquote in den bestimmten bayerischen Landkreisen. Wahrscheinlich haben sie gutgläubige Bürger verführt. Und andererseits Methode 5, Vortäuschung, Andersdenkende seien eine irrelevante Minderheit. Beziehungsweise ja auch eine irre Minderheit, wenn die da so einzeln unterwegs sind. Heimatlose Irre? Ich finde das schon total krass. Und wir sind erst bei Satz 9. Satz 10 und 11. Es ist ja nicht so, dass wir nur eine bundesweite, ich kann ja regional schauen, wie unterschiedlich das Impfen ist. Und im Übrigen ja auch der Unterschied zwischen Erst- und Zweitimpfung nicht nur zu tun hat mit schlechter Erfahrung, wie Sie sagen, sondern im Zweifel auch mit einer Form von Muffeligkeit, Vergesslichkeit, wo das einfach mal liegen geblieben ist und keiner einen nochmal dran erinnern hat. Spahn hält den deutschen Bürger scheinbar im Zweifel für unfähig, faul und so dämlich, sodass die Bevormundung des deutschen Bürgers notwendig wird. Methode 6. Vortäuschung einer Notwendigkeit der Bevormundung. Milder ausgedrückt. Satz 12.
So, dann haben wir eine unterschiedliche Auffassung. Ich halte Impfungen für eine der größten Errungenschaften der Menschheit. Ich finde, er unterstellt, die unterschiedliche Auffassung wäre, Impfungen generell abzulehnen. Dass es bei der Diskussion nicht darum ging, Impfungen abzuschaffen, sondern es darum ging, die Betroffenen bzw. die Eltern selber in Eigenverantwortung eine Entscheidung treffen zu lassen, wird hier nicht nur ignoriert, es wird sogar eine abweichende, radikale Stellung zum Thema suggeriert. Ein absolut polarisierender Satz. Methode 7. Radikalisierung der Kritiker. Satz 13. Masern, das höchst ansteckend ist, nicht therapierbar ist und eben zu häufig einen bösen Verlauf nehmen kann. Nicht therapierbar, hatten wir schon besprochen. Zu häufig und bösen Verlauf ist sehr relativ. Die Zahlen vom RKI und der WHO zeigen sehr geringe Wahrscheinlichkeiten eines bösen Verlaufs. Ergibt Methode 8. Übertreibung bei der Risikodarstellung. Satz 14. Wenn ich so einen Satz höre wie, so ein Kind tut das ganz gut, mal röteln oder Masern durchzumachen, dann kriege ich ehrlich gesagt... Das war nicht meine Frage. Dann kriege ich ehrlich gesagt schlechte Laune. Weil einem Kind zu sagen, es tut einem jemandem gut zu leiden, ist nur irgendwie nicht so meine Herangehensweise an meine Vorstellung von Kinderschutz im Übrigen. Wenn also, ob ein Bundesminister für Gesundheit schlechte Laune kriegt oder nicht, sollte sich auf seine Amtsausführung keinesfalls auswirken. Also, wen interessiert's? Total überflüssige, sehr narzisstisch wirkende Bemerkung, finde ich. Er tut ja so, als wären Eltern mal so pauschal betrachtet völlig bescheuert. Aber unser Bundesgesundheitsminister Jens Spahn kämpft für uns und zwingt alle, diese völlig unverantwortlich handelnden Eltern, jetzt zum Kinderschutz, zum Schutz der Kinder, durch eine Impfpflicht. Ja, genau. Methode 9. Unterstellung einer allgemeinen, grob fahrlässigen Handlungsweise, um die Notwendigkeit einer Bevormundung vorzutäuschen. Da fragt man sich doch ehrlich, meint er das wirklich so? Was hat der Mann für ein Selbstbild? Ist das noch gesund? Satz 15. Die Eltern sagen, tut meinem Kind ganz gut, Rücken gehabt zu haben, frage ich mich manchmal so, wie wir dann Elternrecht und Kinderrecht so miteinander dann auch in einen Ausgleich bringen. Hier wird pauschal allen Eltern das Fürsorgerecht abgeschrieben. Der Staat müsste handeln, um das Recht der Kinder auf Gesundheit gegen das Recht der Eltern auf Selbstbestimmung durchzusetzen. Gegen das Elternrecht, mit dem wir Eltern unsere Kinder beschützen? Sind die Eltern jetzt der Feind der eigenen Kinder? Methode 10. Verleumdung der Bevölkerung bzw. Bevölkerungsgruppen. Verleumdung bedeutet, über jemanden Unwahres verbreiten und seinen Ruf dadurch schaden. Satz 16. Jetzt haben wir gar nicht gesagt, wir machen eine generelle Impfpflicht. Weil wir haben gesagt, wenn es um Kindergarten, Schule und medizinisches Personal geht, im Übrigen auch. Das betrifft ja gar nicht alle, nur die, bei denen es notwendig ist. Dass alle Kinder betroffen sind, hört man hier jetzt nicht so raus. Methode 11. Verharmlosung der Ausmaße der Maßnahme. Satz 17. Und ich kann Ihnen auch sagen, warum. Das ist nämlich eine Freiheitsfrage, ja. Es ist ja so, mein Freiheitsbegriff ist jedenfalls so. Methode 12. Verdrehung des Begriffs Freiheit. Er hebt jetzt tatsächlich dazu an, den Freiheitsentzug, das Nehmen der Selbstbestimmtheit, also den Entzug der Freiheit, sich gegen diese Impfung zu entscheiden, in Freiheit zu verdrehen. Satz 18 und 19. Ich bin einerseits für mich verantwortlich, ja, aber ich bin immer auch in Bezug zu anderen. Ich könnte ja bei der Frage, ich fahre zu schnell Auto, könnte ich ja auch sagen, ist doch mein Problem, wenn ich zu schnell fahre, ist doch mein Risiko. Nein, sie gefährden immer auch andere. Methode 13. Verwendung irreführender Vergleiche. Dazu ein kleiner Test. Du musst dich entscheiden. A. Einen Sportwagen zu schnell fahren oder B. Deinem Kind einen Impfstoff spritzen zu lassen. Um die Entscheidung treffen zu können, sollte man sich die jeweiligen Risiken angucken. A. Eine Geldstrafe oder Führerscheinentzug oder Unfall für dich oder B. Für dein Kind, Fieberkrampf, allergische Reaktionen, andauernde Gelenkentzündungen, Gehirnentzündung. Für mich bitte einmal zu schnell Autofahren bitte. Aber ganz klare Entscheidung. Okay, der Vergleich war falsch herum. Also noch einmal richtig. Du musst dich entscheiden. A. Einen Sportwagen zu schnell fahren oder B. Deinem Kind keinen Impfstoff spritzen zu lassen. Um die Entscheidung treffen zu können, sollte man sich die jeweiligen Risiken anschauen. Es gibt eine Wahrscheinlichkeit, erwischt zu werden oder sogar einen Unfall zu verursachen.
wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass mein Kind oder dann auch eines der Kinder der anderen infiziert wird, weiß ich nicht. Bei 514 Infektionen 2018 bei ca. 82 Millionen Menschen in Deutschland wären das 0,00063%. Bei 0,44 Verstorbenen pro Jahr alle 10 Jahre 0,00001% der Deutschen. Ich musste das auf 10 Jahre hochrechnen, da sonst immer 0% herausgekommen wäre. Dagegen Daten aus der Unfallstatistik. Geschwindigkeitsüberschreitung war der Grund für 13% aller Verkehrsunfälle 2015. 2018 war Fahren mit unangepasster Geschwindigkeit die Ursache für 58.032 Unfälle mit Personen und oder schwerem Sachschaden. 2018 war Fahren mit unangepasster Geschwindigkeit die Ursache für 1012 Unfälle mit Todesfolge oder sogar Todesfolgen. Hier stellt sich mir auch die Frage, wie war das noch gleich mit dem Tempolimit? Ist es da umgekehrt, weil die Autoindustrie am Schnellfahren verdient, freie Fahrt für freie Bürger und die Pharmaindustrie am Impfstoffverkauf, also Freiheit durch Impfstoff? Und wie hoch mag das Gefährdungspotenzial für andere sein, wenn jemand sein Kind nicht impfen lässt? Das ist gefühlt sehr klein. Das muss doch im Promillebereich oder noch weit drunter liegen. Naja, zurück zum Thema. Wir reden hier über eine gesundheitliche Risikobewertung für unsere Kinder und nicht über irgendwas Irrelevantes. Also nochmal der Satz. Satz 18 bis 22. Ich bin einerseits für mich verantwortlich, ja. Aber ich bin immer auch in Bezug zu anderen. Ich könnte ja bei der Frage, ich fahre zu schnell Auto, könnte ich ja auch sagen, ist doch mein Problem, wenn ich zu schnell fahre, ist doch mein Risiko. Nein, sie gefährden immer auch andere. Und das ist bei Masern genauso. Wenn die so höchst ansteckend sind. Das war nicht meine Frage. Wenn sie so höchst ansteckend sind und wir immer mehr unter Einjährige übrigens in den Kindergärten haben, die nicht geimpft werden können aus medizinischen Gründen, dann geht es jetzt nicht nur ums eigene Kind, sondern auch um die Kinder der anderen. Methode 14. Unterstellung von Egoismus und mangelndem Gemeinschaftssinn. Die Kinder der anderen. Die Kinder der anderen. Satz 23. Und zu meinem Freiheitsbegriff gehört, dass wenn ich in einem Raum mit Ihnen hier bin, dass ich nicht unnötig gefährdet werde von Ihnen. Und Masern ist im Jahr 2019 eine unnötige Gefährdung. Methode 12. Ja, wieder. Und dass ich nicht unnötig gefährdet werde von Ihnen, Methode 15, Darstellung von Kritikern als Gefährder. Satz 24 bis 25. Und genau darauf weisen wir in dem Gesetzentwurf hin, genauso wie wir darauf hinweisen, ich habe es gerade gesagt, wie sich Impfquoten in bestimmten Bereichen entwickeln, wie wir darauf hinweisen, dass natürlich ist es nicht völlig risikofrei, nichts ist risikofrei, aber wenn Sie schauen, wie das Risiko ist, an Masern zu erkranken und vor allem enorme Folgeschäden zu haben in Relation zu den Risiken der Impfung selbst, dann ist das jedenfalls nach allen wissenschaftlichen Grundlagen eine sehr, sehr richtige Entscheidung. Das Risiko auf Folgeschäden. Die liegen bei Masern bei 1 zu 1000 für Hirnhautentzündung und von bis 1 zu 10.000 zu 1 bis 100.000 für die schwerste Folgeerkrankung. 0,01% bis 0,001%, laut Robert-Koch-Institut und Weltgesundheitsorganisation. Schauen wir mal auf den Beipackzettel des Impfstoffes Priorix des Pharmakonzerns GSK GlaxoSmithKline. Gelegentlich 0,01%, also mit der gleichen Wahrscheinlichkeit der Hirnhautentzündung bei einer sehr unwahrscheinlichen Maserninfektion, bis hochwahrscheinlich höher als oder gleich 10% für die folgenden Nebenwirkungen. Infektion der oberen Atemwege, Mittelohrentzündung, Lymphadenopathie, Appetitlosigkeit, Unruhe, ungewöhnliches Schreien, Schlaflosigkeit, Konjunktivitis, Bronchitis, Husten, Parotisvergrößerung, Durchfall, Erbrechen, Hautausschlag, Rötung an der Injektionsstelle, Schmerzen und Schwellung an der Injektionsstelle, Fieber größer als 39,5 Grad. Geht's noch? Millionen von Kindern werden diese Nebenwirkungen bekommen, damit eine Erkrankung an Masern verhindert wird, mit der einer Wahrscheinlichkeit von ca. 0,00063% sich anzustecken. Und diese 0,00063% haben dann noch eine geringere Wahrscheinlichkeit von 0,01% einer schweren Erkrankung. Das wären 0,00063%. Und das wird als Kinderrecht verkauft? Wie krank ist das?
Methode 16. Vortäuschung eines verringerten Risikos der Maßnahme. Satz 26 bis 30. So, deswegen haben wir das eben miteinander in Mehrheit entschieden. Wir halten es aber auch miteinander aus, wenn wir zu einer unterschiedlichen Einschätzung kommen. Ich bin jedenfalls halt bei einem nicht bereit, und da stelle ich mich auch politisch in die Verantwortung für hin, dass das Ausrotten, wir haben Pocken, wissen Sie mal, die letzte hier in der DDR gab es eine Masernimpfpflicht, 1970 eingeführt. In Westdeutschland ist das die erste verpflichtende Impfung seit 1874. Was wurde 1874 eingeführt? Die Pockenimpfpflicht. Und wir haben es geschafft, die Pocken auf der Welt auszurotten, 100 Jahre später. Polio, Kinderlähmung sind wir gerade auf dem Weg, zusammen mit der Weltgesundheitsorganisation, sie auf der Welt auszurotten. Das heißt, anschließend muss niemand mehr an diesen Krankheiten erkranken. Es musste in Deutschland eh schon niemand daran erkranken. Man konnte sich ja impfen lassen. Diese Polarisierung ist so krass. Impfpflicht oder man muss daran erkranken. Satz 31 und 32. Ich möchte einfach ein Ziel erreichen. Ich möchte, dass wir Masern auf der Welt ausrotten und kein Kind und kein Erwachsener auf der Welt mehr an Masern erkranken muss. Und als Bundesminister für Gesundheit werde ich jedenfalls es nicht einfach akzeptieren, dass das Ausrotten der Masern auf der Welt auch an Ländern wie Deutschland und Europa scheitert. Und deswegen haben wir diesen Vorschlag. Wir können keine Krankheit ausrotten. Wir können nur die Bedingungen, die zur Krankheit führen, ausrotten, die Lebensumstände bessern. Die Pest ist ohne Impfung verschwunden, weil ganz einfach mehr zu essen da war an Sauberkeit. Die Pocken ausschließlich ein Verdienst der ausreichenden Ernährung und der sauberen Lebensbedingungen. Die Polio habe ich schon erklärt. Wenn die das ernst meinen, WHO und Konsorten, dann würden sie aufklären statt Schrecken verbreiten oder, wie wir heute bereits gehört haben, Drohungen aussprechen. Sie sprechen Drohungen aus. Daran kennen wir, wer uns liebt und wer uns ausbeuten will, wer uns bedroht. Wir haben uns jetzt 2 Tage mit dem Thema beschäftigt. Jens Spahn ist ja nicht irre. Er ist der Profi. Er hat den Auftrag des Volkes für Gesundheit zu sorgen. Und die Informationen, die ich und die mir geholfen haben, hier gesammelt haben, die muss er doch auch kennen. Und dennoch handelt er so, wie er handelt und spricht so, wie er spricht. Und so geht es seit Wochen auch zur Corona-Geschichte. Und nur ein Impfstoff soll das Ende der Pandemie sein. Das ist die Gefahr. Hier noch einmal die Zusammenfassung der Methoden, die sich sehr gut auch auf die Corona-Maßnahmen, auf die Medienepidemie, auf die Missinformationsepidemie übertragen lassen. Achte darauf. Wenn solche Techniken angewandt werden, direkt darauf aufmerksam machen. Direkt die Diskussion auf die Metaebene heben. Das Wie anmerken. Enttarnen. Methode 1. Gefahr durch falsche Relationen vortäuschen. Methode 2. Gefahr durch falsche Behauptungen steigern. Methode 3. Kritiker verleumden. Methode 4. Gefahr durch Vortäuschen eines schlechten Zustands steigern. Methode 5. Vortäuschung, Andersdenkende sind irrelevante Minderheit. Methode 6. Vortäuschung einer Notwendigkeit der Bevormundung aller Mitbürger. Methode 7. Radikalisierung der Kritiker. Methode 8. Übertreibung bei der Risikodarstellung. Methode 9. Unterstellung einer allgemeinen, grob fahrlässigen Handlungsweise. Methode 10. Verleumdung der Bevölkerung bzw. Bevölkerungsgruppen. Methode 11. Verharmlosung der Ausmaße der Maßnahme. Methode 12. Verdrehung des Begriffs Freiheit. Methode 13. Verwendung irreführender Vergleiche. Methode 14. Unterstellung von Egoismus und mangelndem Gemeinschaftssinn. Methode 15. Darstellung von Kritikern als Gefährder. Methode 16. Vortäuschung eines geringen Risikos der Maßnahme. Ja. Noch was zum Wort Ausrottung, es kam mir häufiger vor. Dank Iris, Silvio, dank der guten Zusammenarbeit, der zusätzlichen Recherche und der Fehlerkorrektur der Vorabversion. Danke. Wenn es dir gefällt, bitte teile es so oft du kannst. Abonniere den Kanal, schreib etwas in die Kommentare, komm in die Telegram-Gruppe, mach mit, wenn du magst. Ich hoffe, ihr konntet was damit anfangen. Schaut euch auch die anderen Videos an. Und auf jeden Fall bis später. Weitermachen.